Peggy 18. Shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch. Und zwar, ich war gestern hier ganz kurz unten am Strand und da ist mir der Game-Trailer von Dead Island 2 in Sinn gekommen. Und weil der halt wirklich so mega fett war, musste ich mir den heute Morgen nochmal anschauen. Und da dachte ich mir doch irgendwie, hey, das wäre so geil, wenn GTA 5 auch so zum Zombie-DLC kommen würde. Dass wenn zum Beispiel, wenn es dunkel wird, dass die Zombie alle Passanten angreifen oder allgemein alle Spiele angreifen, wenn es dann wieder hell wird, werden es wieder normale Menschen oder so. Das wäre doch wirklich so geil. Und bei so einem geilen DLC dachte ich mir natürlich, da braucht man natürlich auch die passenden Fahrzeuge, um die ganzen Zombies irgendwie abschlachten zu können. Und da waren echt viele fleißige Modder schon am Werk und haben da wirklich so die krassesten Fahrzeuge rausgehauen, die ich je gesehen habe. Und da dachte ich mir, ich muss darüber ein Video machen, bei einem Game-Trailer. Ich lasse es mal kurz im Hintergrund laufen. Ja, da sieht man halt auch so das wirklich mega fette Auto, wie das über die Zombies drüber fährt. Und sowas fehlt einfach in GTA 5. Ich denke, das wird das Spiel wieder so hypen und ich hätte wieder so Bock drauf zu spielen. Und deswegen dachte ich mir, ich zeige euch einfach mal die 5 krassesten Fahrzeuge, falls das DLC kommt. Ja, dass wir auf jeden Fall fahrzeugtechnisch auf jeden Fall schon ausgerüstet sind. Ich hoffe, euch gefällt's und ja, bleibt's dran. Das erste Fahrzeug, das soll, glaube ich, ursprünglich mal die Innovation gewesen sein. Jetzt hat sie anstatt irgendwelchen Motorblock und einem Tank, hat sie jetzt einfach eine Turbine drin, damit sie einfach noch schneller über die Zombies drüber fährt. Rechts vom Lenker unten hat sie ein fettes MG, also so eine Minigun. Links davon zwei, ja, Sägeblätter, die natürlich auch eine Hitbox haben, die wir jetzt gleich testen werden. Weil, was bringt uns das beste optische Fahrzeug, wenn es im Praxistest nichts bringt? Und deswegen, stellt euch einfach nur vor, das sind keine Passanten, sondern das sind Zombies. Und ich spiele jetzt gerade den Trailer von Dead Island 2 nach. Und jetzt hier sieht man auch, dass wirklich die Leute wegfliegen, wenn man mit dem Zahnrad dann drankommt. Also ich finde es wirklich so übertrieben geil, da kann man wirklich in so eine Zombie-Horde reinfahren und einfach die ganzen Füße absägen. Also wirklich extrem geil gemacht, das Ding. Oh, Hammer. Also ich würde mir so eine auf jeden Fall zulegen und ich würde mich auf jeden Fall sicher fühlen bei irgendeiner Zombie-Apokalypse. Also wirklich hammergeiles Teil. So, das zweite Fahrzeug darf natürlich auch nicht fehlen. Es ist nämlich das Zombie-Taxi. Wer kennt es nicht? Ihr kommt irgendwo aus irgendeinem Job raus, seid am Arsch der Welt, wollt schnell zu euren Kumpels, kein Auto in der Nähe. Also ruft ihr mal ganz kurz das Taxiunternehmen Downtown an und schon kommt der Taxifahrer und bringt euch sicher ans Ziel. Also wirklich hammergeiles Teil und ich glaube, der Taxometer, der zählt da auch nicht irgendwie nach Zeit oder Kilometer, sondern einfach nur, wie viel Zombies er überfahren hat. Und es kann natürlich unter Umständen eine sehr teure Rechnung dann werden, wie ihr seht. Hat natürlich auch wieder links und rechts die berühmten Zahnräder, was ich extrem geil finde, muss ich sagen. Dann kommen die Zombies ja gar nicht so schnell an euer Auto ran. Oben noch mit 2 fette Miniguns drauf. Man weiß ja nie, vielleicht sind es mal mehrere Zombies oder so. Ihr steckt fest, einfach mal schießen. Wirklich hammergeiles Teil. Gefällt mir wirklich sehr. Und auch die Hitbox wirklich sehr geil gemacht. Ihr müsst es an dem Beispiel sehen. Zack, einfach mal die Füße weg. Also das ist ein... Jetzt nicht hier, sondern dann, wenn das Zombie-DLC dann kommt. Also wirklich, einer meiner Favoriten, muss ich wirklich sagen, extrem geil. Da wird ein Taxifahren auch mal wieder Spaß machen. Und ja, dann kommen wir einfach mal zum nächsten Fahrzeug. Das dritte Fahrzeug ist der Rapid Guardian. Wirklich ein Monster unter den Fahrzeugen. Sehr schön auch, wie die Messerklingen da als Felgenersatz dienen. Das wirklich so, wenn er durch die Zombies durchfährt, dass es wie ein Mixer ist. Also wirklich sehr, sehr geil. Kommt aus dem Hause Lost. Haben sich echt wirklich was Schönes einfallen lassen, gerade um die ganze Zombie-Apokalypse zu bekämpfen. Auch vorne ein schöner Bullenfänger mit irgendwelchen Rampen oder sowas. Also wirklich sehr primitiv, aber extrem geil. Und ich glaube, der hat einfach so viel Power, der fährt durch die Zombies durch wie ein Elefant durch Butter. Also Hammer. Ich fand das Fahrzeug bis jetzt eigentlich extrem scheiße. Mir hat es überhaupt nicht gefallen. Aber wenn ich mir sage, du, wenn auf einmal Zombies vor meiner Haustür stehen, dann habe ich doch lieber gern so ein Rapid Guardian bei mir in der Garage, dann Rapid Guardian ich dem eine, ne? Hä? Verstanden? Ja, okay. Auf jeden Fall ein Monster unter den Fahrzeugen,
wo ich glaube, richtig Spaß hätte, in so eine Zombie-Horde einfach mal reinzufahren. Und dazu gibt es eigentlich auch gar nicht mehr viel zu sagen. Das Einzige, was mir so fehlt, ist irgendwo so ein MG hinten drauf. Aber ich glaube, das braucht der auch nicht. Der ist einfach so überpowered. Nee, braucht er nicht. Nee, ich nehm's zurück. Der hat dafür einen fetten Reifen, ist viel wichtiger. Mit so einem Reifen, was mir da alles für Schaden anrichten kann. Oh, Junge. Und wer darf natürlich bei so einem DLC nicht fehlen? Und das ist die Polizei. Natürlich muss die sich auch aufrüsten, weil wenn so viele Leute unterwegs sind und die Zombies abschlachten, dann muss auch die Polizei immer noch für Recht und Ordnung sorgen und die Zombie-Jäger, ja, jagen, ne? Ich wette mit dir, wenn so ein DLC kommen würde, würde Rockstars immer noch nicht auf die Reihe kriegen, die Sterne rauszumachen. Das heißt, wenn ihr schön am Zombies abschlachten seid, werdet ihr vermutlich auch wieder Sterne bekommen. Und deswegen muss die Polizei auch aufrüsten. Wie ich sehe, wirklich ein sehr extrem gelungenes Fahrzeug mit sehr viel Messer und Sägeblättern im hinteren Bereich des Autos. Extrem viele Waffen drauf, muss er natürlich auch in alle Richtungen schießen, also mehr Waffen wie Passanten im Auto reinpassen. Wirklich, aber hammergeil, also wirklich mit so einem Auto rumzuheizen, das wäre fett. Also ich würde es feiern ohne Ende. Und ja, jetzt habe ich mich verschluckt, Entschuldigung, kommen wir gleich zum nächsten Fahrzeug. Last but not least kommen wir nun zu meinem Lieblingsfahrzeug und zwar richtig geil wiederum gemacht, also wieder mit den Sägeblättern standardgemäß, dann den Messern, die aus dem Kotflügeln rausragen, mit Messern an den Felgen, mit Messern vorne an den Tactical Shields, zwei fette MGs drauf und natürlich die geile Lowrider-Funktion. Kommen wir zum Rapid Slam Van. Also ich glaube, es würde mir mit keinem Fahrzeug mehr Spaß machen, mit der Hydraulik auf die Zombies drauf zu springen. Nebenher so richtig schön die Messer in die Zombies reinrammen. Also es wäre mega fett. Also das Fahrzeug, das feiere ich wie Sau. Also es ist einer meiner Lieblingsfahrzeug gegen die Zombies. Also es würde richtig Spaß machen und ich hoffe natürlich, dass Rockstar sowas ins Spiel bringt. Ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, weil das würde den Leuten Spaß machen und Spaß, das ist nicht so das Richtige für Rockstars. Das habe ich jetzt in den letzten Monaten bemerken müssen. Mit ihren blöden Gegner-Modis. Sowas sollten sie rausbringen. Nicht da hier Großwildjagd und so ein Scheißdreck. Nee, sowas. Das würde richtig Spaß ins Spiel bringen. Also ich habe auf jeden Fall Spaß und habe auch ja, Spaß gehabt beim Video machen. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Ich weiß, sowas ist natürlich nicht für die PS4 möglich. Geht nur am PC, geht auch nur offline. Aber ich dachte mir, ich will es euch nicht vorenthalten. Ich feiere es wie Sau. Und es werden auf jeden Fall nächste Zeit wieder öfters mal sowas kommen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht so übel. Aber glitch-technisch ist im Moment gerade nicht so viel unterwegs. Und deswegen zeige ich euch sowas, bevor ich euch gar nichts zeige. Bevor ich euch irgendeinen Schrott zeige, wie ich zum Beispiel unter dem Wasser bin und dann auf einer Motorhaube stehe und dann ein bisschen rausschieße, spare ich mir das, zeige euch lieber sowas oder halt dann gar nichts. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, aber ich feiere die PC-Mods ohne Ende und möchte euch da auf jeden Fall noch ein bisschen was zeigen. So. Das war es auf jeden Fall von diesem Video. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, lasst mir ein Like da. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut's rein. Macht's gut. Bis dann. Ciao.